Hallo zu einem neuen Let's Talk in gemütlicher Runde in meinem Arbeitszimmer. Und ich habe mir heute mal gedacht, ich fange mal eine neue Reihe an in der Let's Talk-Reihe, indem ich einfach mal einen Film auseinandernehme. Eigentlich kam mir die Idee, als ich mir am Wochenende in Ruhe Auf der Flucht mit Harrison Ford angeguckt habe, hier in der Blu-ray-Edition. Ich habe es abgegradet gehabt von der DVD und habe gedacht, ich gucke ihn mal endlich mal wieder. Also wie gesagt, der Film, ich finde ihn absolut kultig. Dr. Richard Kimble ist auf der Flucht. Er wird verdächtigt, also Dr. Kimble wird verdächtigt, seine Frau ermordet zu haben. Er behauptet aber immer, ein einarmiger Einbrecher hat es getan. Er wird zum Tode verurteilt. Unglück im Gefangenentransport führt dazu, dass er fliehen kann. Und er wird dann von Samuel Gerard, vom Marshall, vom US Marshall gejagt. Und ja, währenddessen Dr. Kimble versucht weiterhin herauszufinden, was hinter dem Tod seiner Frau steckt und wer ihm das angehängt hat. Samuel Gerard versucht ihn einfach zu finden. Richtig spannender Thriller aus dem Jahre 1993. Ich habe ihn damals noch im Kino gesehen mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones in den Hauptrollen, aber auch noch wesentlich mehr interessanteren Darstellern. Und genau das habe ich mir gedacht, da können wir doch mal ein bisschen drüber schnacken und ich erzähle so ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Ich habe da so ein bisschen Dinge, ich habe da so interessante Sachen, die ich euch zeigen kann, aber auch über die ich sprechen kann. Und dann habe ich hier meine Wikipedia-Seite aufgeschlagen und dann kann ich noch mal ganz kurz nachgucken. Muss auch gucken, weil ich nicht alle Schauspieler immer im Kopf habe, wie sie jetzt namentlich heißt, deswegen habe ich das mir aufgeschlagen. Und kann ich so parallel so ein bisschen nachgucken und einfach dazu was erzählen, weil es ist doch schon interessant, wie viele Fakten man dazu mittlerweile erzählen kann. Wie gesagt, 1993 ist der Film in die Kinos gekommen. Das sind jetzt 20 Jahre. Kann man wirklich sagen, 93? Ach, sogar 30 Jahre schon. 30 Jahre ist der Film her. Also, vor 30 Jahren war der Film im Kino. Ein älterer, junger Harrison Ford in der Hauptrolle. Wie gesagt, ganz kurz zur Blu-ray. Die Blu-ray ist okay. Das Bild ist leider noch ein bisschen grischelig. Also, ich kenne schon bessere Blu-ray-Fassungen. Der Ton ist auch nur okay. Er ist 5.1, aber so richtig Wumms hat er auch nicht. Die Musik ist großartig. Hat ja auch einige Oscar-Nominationen für Sound und Effekte. Was soll ich dazu sagen? Naja, auf jeden Fall kann ich euch dazu sagen, dass der Film auch als Soundtrack natürlich rausgekommen ist. Ich habe ihn jetzt nämlich griffbereit gehabt, aber ich besitze ihn auch. Es gibt ihn sogar in zwei verschiedenen Versionen. Einmal in einer kompletten Soundtrack-Version, einmal in der klassischen Veröffentlichung, hat aber kein besonderes Cover, nichts. Ne? Also der Soundtrack von James Newton Howard ist veröffentlicht worden und richtig gut. Aber ich kann euch auch empfehlen, der erklärt noch ein bisschen zusätzlich so ein paar Szenen, den Roman Auf der Flucht. Ich habe ihn damals auch gelesen, also auch wenn das Ding wie neu aussieht. Und das ist aber wirklich von mir gelesen worden. Wurde geschrieben von James Dillard. Ich glaube, eine Frau ist das. Die hat auch Star Trek Romane geschrieben. Auf jeden Fall nach dem Drehbuch auf jeden Fall geschrieben. Und erzählt noch einige Szenen oder erwähnt noch einiges, was nicht mehr im Film drin war. Ein bisschen ausführlicher teilweise in mancher Hinsicht, aber auch richtig klasse. Also kann ich euch auch noch empfehlen, für den, der den Film mag, ist eine sehr gute Ergänzung, kann man also ganz einfach dazu sagen. Ansonsten ist es eben halt recht spannend zu erfahren, dass dieser Film basiert auf einer TV-Serie. Die TV-Serie, ich gucke jetzt genau, dass ich das richtig sage, jetzt habe ich gerade den Anschluss von meiner Seite verloren. Serie war im Original 1963 bis 66 gelaufen. Hat eben halt die Geschichte ein bisschen länger erzählt. Aber auch richtig gut. Also es ist eine spannende Serie, wie es auch im Deutschen bei uns gelaufen. Aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, auf welchem Sender. Der Kinofilm hat eine Fortsetzung bekommen mit mit Samuel Gerard in der Hauptfigur, also Tommy Lee Jones. Und zwar hieß der Film Auf der Jagd. Dort wurde Wesley Snipes gejagt, auch mit Robert Downey Jr. Da hat er so sein Comeback gefeiert nach seiner Drogenprobleme. Und heute ist er als Iron Man, man kann nicht mehr darauf verzichten. Aber egal, über den Film soll es gar nicht gehen.
Es geht jetzt um Auf der Flucht. Regie hat geführt damals Andrew Davis. Andrew Davis hat auch ein paar tolle Thriller geschrieben oder Regie geführt. Ich fand sehr gut Alarmstufe Rot 1 mit Steven Seagal und auch Tommy Lee Jones. Mit Tommy Lee Jones hat er mehrere Filme gemacht, auch in anderen Verschwörungsfilmen schon davor. Und er hat immer gern mal seine Schauspieler wieder eingesetzt, die er ja, benutzte sozusagen. Er hat auch unter anderem Chain Reaction außer Kontrolle mit Keanu Reeves Regie geführt. Dann den Verhängnisvolle Affäre, glaube ich, hieß der mit Michael Douglas, Gwyneth Paltrow und Viggo Mortensen, eine Verfilmung eines Hitchcocks-Films. Naja, und so hat er einige richtig coole Filme gemacht. Thriller hat sich darauf spezialisiert und Auf der Flucht ist eben halt auch eins seiner Meisterwerke. Wie gesagt, der Film hat jetzt, damit ich wirklich das auch nicht falsch sage, er hat 6 Oscar-Nominierungen bekommen auf jeden Fall, auch 10 weitere Preise. Und den Oscar für beste Nebenrolle hat Tommy Lee Jones damals bekommen. Also hat er auch verdient. Er hat großartig gespielt und seine Szene, die auch immer wieder kopiert wird, mit durchsucht jede Hundehütte, jede Tankstelle, ne, macht den einen Radius von so und so viel Meilen und so weiter. Wird selbst in Navy CS zitiert immer wieder. Also es ist schon echt ein, ja, Meilenstein eigentlich, kann man sagen. Ne? Also es ist wirklich großartig gemacht. Das Drehbuch dieses großartigen Thrillers hat übrigens Jeb Stuart zusammen mit David Tui geschrieben. Jeb Stuart, ganz bekannt vor allem weil er nicht nur den Kultklassiker Stirb langsam das als Drehbuch verfasst hat, sondern auch durch einen wirklich empfehlenswerten Thriller Switchback, den hat er geschrieben und Regie geführt. Switchback, ein Film mit Danny Glover und Dennis Quaid, richtig gut, gibt es leider auch nur auf DVD und die ist sau teuer. Ist leider manchmal so. Auf jeden Fall ein großartiger Thriller und kann ich euch auch nur empfehlen. Ansonsten, ja, was gibt es noch zu sagen? David Tui, der das Drehbuch geschrieben hat, ist auch als Regisseur bekannt, denn er hat die Riddick und Pitchback als Regie geführt. Also er hat sich auf Science Fiction und hat mitgeschrieben mit dem Vin Diesel-Film, sozusagen Riddick, die beiden Filme, also Riddick und Chronik eines Kriegers und der letzte Riddick und Pitchback, ja, 3 Stück, also in dem Sinne die ganzen und ich glaube Below hat er noch einen U-Boot-Thriller gemacht und noch ein paar weitere Filme, also ein großartiger Typ, auch super sympathisch, ich habe ihn damals interviewen können zu Riddick, also ein richtig netter Mensch und hat mir viele Fakten erzählt über den Film, also er ist sehr detaillierter Regisseur und auch achtet sehr stark aufs Drehbuch, dass ihm da, immer stimmig ist und das merkt man bei dem Film auch. Also auf realistische Dialoge achtet er und das macht das wirklich aus. Und wie gesagt, der Film, das ist also ist echt interessant, wenn man eben halt auf der Flucht ist richtig gut umgesetzt, eben halt. Ein gutes Drehbuch, wie ich sagte. Dann eben halt großartige passende Musik, gar nicht so sehr auf Themes, obwohl da auch Themes drin sind, auch ein schönes Action-Thema von James Newton Howard. Aber es ist eben halt auch sehr emotional und die Bindung der Hauptfiguren funktioniert. Obwohl Harrison Ford und Tommy Lee Jones wenig Szenen zusammen haben. Also es sind gar nicht so viele Szenen. Jeder ist für sich genommen irgendwo immer zu sehen und das macht das auch irgendwo aus. Also ich finde den Film unheimlich spannend, noch immer. Hat natürlich auch seine ruhigen Momente, aber es geht auch um diese Flucht, auch ein bisschen diese Panik. Und da muss man auch ein bisschen Ruhe lassen, um die Schauspieler bzw. um die Figuren, dass sie wieder kurz zu sich finden. Sie sind natürlich immer unter Druck und das wird auch immer weiter aufgebaut, aber sie müssen auch immer diese kurzen Momente haben, weil sonst wäre es auch unrealistisch eigentlich. Ne? Also deswegen, und das ist richtig gut gelöst. Naja, und schauen wir mal weiter, welche bekannten Schauspieler noch dabei sind. Und neben dem Ganzen. Also Stella Ward, die Frau spielt von Harrison Ford, hat in CSI New York längere Zeit eine Rolle gespielt, auch sehr erfolgreich irgendwo dabei. Dann hat mitgespielt Jérôme Crabbe, der hat den Dr. Charles Nichols gespielt. Der Schauspieler, war auch eine der Hauptfiguren in James Bond, Der Hauch des Todes. Dort hat er so ein bisschen den
Gegner von Timothy Dalton gespielt. Interessanterweise, das ist jetzt mal ein Fun Fact zu dem Film, in diesem Film, also Auf der Flucht, hat er den gleichen Synchronsprecher wie Timothy Dalton. Also ein bisschen Bond ist dann auch schon wieder verbunden. Richtig interessant zu sehen. Dazu gesagt, ich kann euch jetzt gar nicht so viele Bilder einblenden, weil ich weiß nicht, ob ich dann einen Strike kriege und so weiter. Aber ich versuche es mal nebenbei zu machen. Ich habe nämlich hier die Pressefotos. Also ich habe Pressematerial, hier habe ich Pressefotos und ich habe hier auch das Presseheft von Auf der Flucht. Da ist nicht viel Besonderes drin, da ist sehr viel Text, da ist Hintergrundinformationen, wie die Produktion lief und wie die, die Produktionsnotizen halt, wie die Produktion ablief, Fakten zur Produktion, dann sind da kleine Lebensläufe von den Schauspielern, von den Machern hinter der Crew dabei und das kann ich euch kurz zeigen. Auch richtig cool. Also wie gesagt, das Cover ist einfach und dann ist wirklich nur Text da. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt von Jérôme Krabbé gesehen. Und dann können wir jetzt hier sehen, zum Beispiel hier ist eine Biografie von ihm. Ist kein Foto, hier sind absolut keine Fotos. Warner Bros, die den Film rausgebracht hat. Die Pressehefte sind selten mit irgendwelchen Bildern. Und dann haben wir hier eine Liste mit ihren wo er mitgespielt hat. Und jetzt können wir jetzt kurz gucken. Es ist natürlich 1993 gestoppt, aber hat hier zum Beispiel Robin Hood, der Film Ein Leben für Richard Löwenherz mitgespielt noch und in The Punisher, das ist 1990. Ich überlege gerade, ob das der Dolph Lundgren Film war, müsste das gewesen sein, oder es war der schon mit Travolta, aber ich glaube, der war etwas später. Naja, er hat also viel hier, 97 im Living Daylights, Hauch des Todes mit James Bond, Jumping Jack Flash und so weiter. Viele Filme gemacht, das steht jetzt hier so drin. Der Barbara Streisand Film, Jenseits der Gezeiten, glaube ich, heißt er, The Prince of Tides, hat auch mitgespielt. Also ist ein sehr großartiger Schauspieler, der inzwischen auch Regisseur geworden ist und sehr viele Preise gewonnen hat, weil er weil er Dramas, gut erzählte Dramas inszeniert. Also wie gesagt, das ist das Presseheft. Ich habe jetzt hier ein paar Fotos und wie gesagt, ich zeige dir so ein paar Fotos und ich versuche mal so ein bisschen zu zeigen, wenn ich die habe. Und hier habe ich auch ein Bild von Jérôme Krabbé. Hier noch in jungen Jahren natürlich. Richtig cool. Die Fotos, ich habe sie jetzt geschützt. Ich habe sie so im Ordner. Ich habe noch viel mehr Fotos. Das sind jetzt Warner Pressefotos. Das sind wirklich keine Fotos, die ich am Set gemacht habe oder so. Das sind wirklich Pressefotos. Jedes Foto hat auf der Rückseite einen Text, eben halt stehen, worum es geht. Ne? So in dem Sinne, hier ist die Inhaltsangabe. Ich mache es mal einfach mal erklären. Hier wird zum Beispiel geschrieben, Dr. Richard Kimble, ein prominenter Chirurg aus Chicago, wird des Mordes an seiner Frau Helen verschuldigt. Vor Gericht glaubt man seiner Schilderung, in der fraglichen Nacht einen flüchtigen, einarmigen Einbrecher überrascht zu haben, nicht. Für das Gericht steht das Urteil fest, tot durch die Spritze. Als jedoch der Bus, der Kimble zusammen mit anderen Häftlingen zum Gefängnis transportieren soll, mit einem Zug zusammenstößt, eine richtig geile Szene, immer wieder auch kopiert, unter anderem auch von Leslie Nielsen in einer seiner Komödien, wo er also irgendwie verdächtigt oder so gespielt hat, also richtig großartig. Richtig tolle Szene überhaupt. Gelingt er zur Flucht. Ne? Kimble ist bewusst, dass er den wahren Mörder finden muss, den nur er gesehen hat, um sich selbst zu retten. Inzwischen ist aber auch eine Großverhandlung nach ihm eingeleitet. Der unerbittliche Lieutenant Gerard hat sich auf Kimbles Fährte gesetzt. Ja, und dann steht hier noch ganz kurz, eben Regie führte Andrew Davis. Bundesstaat war der 16. September 1993. So, und dann steht hier, Auf der Flucht ist eine Arnold Cobbinson Produktion und Warner Bros. Hat die Rechte sozusagen da dran. Deswegen, so sind die Pressematerialien immer wieder. Das ist auch richtig schön. Und hier seht ihr auch, das war Sella Ward, die seine Frau Helen gespielt hat. Also richtig, richtig klasse. Und ich habe jetzt hier auch, wie gesagt, ein paar Fotos. Ich kann so ein paar von den Leuten zeigen, wenn ich die auf den Fotos hier sehe. Und Harrison Ford, brauche ich nicht viel zu sagen, unser Indie. Ne? Großartiges Bild hier, wie er im Tunnel ist, kurz vor dem Sprung vom Staudamm. Richtig cool. Und wo haben wir noch? Ich habe mir noch hier auch
wie er im Unterholz geflüchtet ist. Ich muss mal gucken, dass ich das auch richtig zeige. Also, und was haben wir noch? Hier Harrison Ford. In der Szene telefoniert er gerade mit Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones habe ich hier auch nochmal Fotos. Hier ein schönes Tommy Lee Jones Foto. Auch hier. Schön, wie sie gerade über den einarmigen Banditen sozusagen versuchen, Informationen zu finden. Und auch hier Tommy Lee Jones im Tunnel, kurz vor der Szene mit dem Staudamm. Dazu passt dann ganz gut diese Szene. Das ist sozusagen die komplette Szene, kann man fast sagen. Gut, also, es gibt hier richtig viele Fakten. Ich habe hier sogar noch aus dem Kino so ein Fahndungsposter. Das ist also das Kinoplakat, hier eigentlich nichts weiter drin. Hier ist das Kinoplakat gewesen. Und hier hinten könnt ihr sehen, wo das gespielt wird. Ein Gewinnspiel mit Harrison Ford und so ein bisschen ein paar Bilderchen. Moderatorin des RTL Mittagsmagazin Milina Peratovic hat dann irgendwas da noch gesagt, was auch immer. Harrison Ford oben und nochmal ein Bild vom Bus, der ein Unglück hatte, und Harrison Ford im Wasser und Tommy Lee Jones durch die Tunnel. Also richtig cool. Inhaltsangabe da drin. Und ja, sowas habe ich auch aufbewahrt. Wenn ich es gefunden habe oder noch zu der Zeit, ich habe einige von diesen Sachen aufbewahrt. Ja, also wie gesagt, das macht immer Spaß, über diese Filme dann zu quatschen und Dinge zu erzählen und herauszufinden. Und ich bin so einer, der guckt hinter die Kulissen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich dieses Talk-Video. Ich hoffe, es interessiert euch auch. Bitte lasst es mir nicht in den Kommentaren wissen. Könnt mir auch vielleicht Fragen stellen zu dem Film. Vielleicht gibt es Dinge, wo wir mal diskutieren können. Eine Diskussion würde ich aber nicht in den Kommentaren führen, sondern nur die Informationen, und dann sammle ich das vielleicht für ein anderes Video. Aber das geht jetzt zurück zu Auf der Flucht, und wir wollen noch mal kurz noch mal ein paar andere Schauspieler im Gedächtnis holen, die mitgespielt haben, wo ihr sagt, was, der war dabei? Ja, sowas gibt es auch. Und zwar kann man so sagen, ich habe jetzt davon dem jetzt kein Bild, aber das Team um Samuel Gerard ist halt auch gut besetzt, eben halt mit zahlreichen weiteren Schauspielern, wie zum Beispiel mit Tom Wood, der spielt den Deputy Marshal Noah Newman. Ist halt so ein Rotschopf da sozusagen. Ich guck, muss mal gucken, ob hier irgendwo auf den Bildern war, er aber leider nicht vertreten. Der spielte unter anderem ein Soldaten auch in Alarmstufe Rot, und zwar der Steven Seagal beim Kühlraum bewacht hat und leider auch getötet wurde, aber der spielte da auch mit, und er spielte auch in Auf der Jagd wieder nach Auf der Flucht mit. Also er hat vieles von dem Team waren wieder dabei. Dann auch dabei in seinem Team ist Joe, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Pantoliano. Joe Pantoliano ist, habe ich hier auch, Sekunde, den habe ich hier sogar auf einem Bild. Der ist, ne, versuche ich, der hier zu sehen, mit Haaren und so weiter. Ohne Haare kennt ihr ihn als Cypher in Matrix 1, aber auch in den Bad Boys Filmen ist er der Chef von den Bad Boys, sage ich mal, von Martin Lawrence und Will Smith. Da spielt er mit. Er spielte in Bound mit, auch eine großartige Rolle von den Wachowskis. Ja, ja, der ist da auch bekannt eben halt. Ich finde richtig cool, dass der überhaupt dabei war, und macht auch eine richtig gute Rolle. Er spielt Marshal Cosmo Renfro. Dann haben wir Daniel Roback, Marshal Robert Biggs. Den seht ihr hier im Hintergrund. Und so wie er da aussieht, teilweise nur ohne Schnauzer, tritt er auch in der Serie Matlock auf. Da hat er auch eine wiederkehrende Rolle als Assistent oder Helfer von Andy Griffiths, der Hauptfigur von der Serie Matlock. Also in dem Sinne, da war er bekannt. Er war mehr im TV gewesen. Filme hat er so kleinere Rollen gespielt. So, dann gibt es noch Marshall Poole. Da muss ich aber ganz ehrlich nachgucken, denn diese Person, die habe ich jetzt hier nicht. Das ist eine Darstellerin gewesen, die unter anderem auch in Lost mitgespielt hat. Die L. Scott Catwell sieht ein bisschen aus wie Cici Powder, die
wirkt so ein bisschen wie auch in, jetzt komme ich auf die Serie gerade nicht, auch von den Without a Trace Serie, die war ja auch so ein bisschen Marshall-mäßig, diesem Style, wo eben vermisste Personen gesucht werden. Und Cici Powder, eine bekannte Schauspielerin, die auch in vielen Kinofilmen mitgespielt hat, sieht so ähnlich aus. Und wie gesagt, Without a Trace basiert auch auf der Grundidee von auf der Flucht von diesem Marshall-Team. Ja, also in dem Sinne, die habe ich jetzt leider nicht als Bild, aber die spielte eben halt damit. Dann ganz witzig, als einer der Polizisten, der in der U-Bahn zu sehen ist, ich glaube, er wird sogar niedergeschossen am Ende, da ist Neil Flynn zu sehen. Neil Flynn ist ein Schauspieler, den ihr eben halt mehr aus der Serie Scrubs kennt, als Hausmeister. Dort wird er übrigens immer mal wieder auf diese Serie angesprochen und auch spielt er ja den Vater in The Middle. Also, schon ganz witzig, dass diese bekannten Schauspieler irgendwo mal dann dabei waren. Ja, den habe ich jetzt noch nicht. Ich habe noch zwei Schauspieler mir jetzt noch rausgesucht, die speziell sind. Ansonsten, wenn ihr den Film seht, ihr seht auch unheimlich viele Schauspieler, die sehr vielen Serien mitgespielt haben. Gerade bei der Polizei, die Polizeioffiziere spielen, sind aus anderen Serien und Filmen bekannt. Ich habe zum Beispiel den einen Detective, ich glaube, das ist Detective Kelly, wenn ich das richtig sehe. Der wird von Ron Dean gespielt. Das müsste der sein, der auch in Allein gegen die Zukunft in der Serie, das ist die in Chicago spielt, mitgespielt hat, auch ein Polizisten, glaube ich. Das war eine Serie, wo ein Mann die Zeitung vom zukünftigen Tag bekommt und versucht, Unglücke zu verhindern. Auch eine interessante Sache. Also viele Schauspieler, die aus der Gegend kamen, wurden auch eingesetzt, weil es spielt auch viel in Chicago. Ja, dazu kann ich auch sagen, gleich noch ein paar interessante Fakten sagen zu dem ganzen Dreh und was es so gibt. Und aber zwei Schauspieler muss ich noch erwähnen. Der einarmige Bandit oder der einarmige Einbrecher, der Täter, der eben halt den Mord begeht, wird gespielt von, jetzt damit ich den Nachnamen auch richtig ausspreche, von Andreas Katsoulas. Der hat den Frederick Sykes, so heißt er dort, als Rolle gespielt. Der ist hier auch auf diesem Foto zu sehen. So, hier sehen wir ihn als Bösewicht. Den kennt man aber eigentlich so seltener. Eine seiner berühmtesten Rollen war als GK in Babylon 5. Da war er aber immer mit einer Maske. Aber er war ein sehr erfolgreicher Schauspieler, leider auch schon verstorben. Ja, ansonsten habe ich noch eine Schauspielerin hervorzuheben, die mit dem Film eigentlich, es ist nicht ihr erster Film gewesen, aber mit dem Film erst wirklich aufgefallen ist und dann eine Riesenkarriere gestartet hat. Denn die Rede ist von Julianne Moore. Julianne Moore spielt eine Doktorin, auch eine kleine Rolle, hier seht ihr sie, ne? Hat davor ein paar kleine Filme gedreht, die auch nicht auch erfolgreich waren, aber fiel nicht auf. Durch Auf der Flucht fiel sich Steven Spielberg auf. Steven Spielberg hat sie für Vergessene Welt, Jurassic Park sozusagen, Vergessene Welt, die Fortsetzung des Hits gecastet. Die ist dort ja aufgetreten und dann bis heute mega erfolgreich. Also, ja, so ist es immer interessant, wo die dann alle auftauchen. Ja, also ich habe jetzt ein bisschen die Schauspieler auseinandergenommen und überhaupt, der Film, wie gesagt, ist interessant entstanden auch, weil manche Szenen da drin spontan reingenommen wurden. Nehmen wir zum Beispiel diese Szene, oder wenn ihr den Film gesehen habt, es gibt eine Szene, die spielt in Chicago und da ist jetzt gerade der St. Patrick's Day, wo auch die Flüsse grün gefärbt werden und Paraden. Das wurde nicht für den Film inszeniert. Das war sowieso. Und die haben gerade in diesem Zeitraum zufälligerweise gedreht. Es war jetzt nicht absichtlich. Und haben sie gesagt, das bauen wir ein. Und diese ganzen Szenen der Verfolgungsjagd auch auf diesem oder zwischen diesen ganzen Wagen ist wirklich spontan entstanden. Da war nichts abgesperrt oder so. Die Schauspieler sind da rumgelaufen. Die haben das dann natürlich ein bisschen geplant. Vielleicht auch ein paar Szenen wiederholt. Aber vieles ist da wirklich spontan entstanden. Und die meisten Schauspieler, achtet mal drauf, wie manche Passanten ein bisschen erstaunt reagieren. Da muss man mal gucken. Man sieht es ein, zwei Momente, dass sie sozusagen die Kamera zwar sehen dann natürlich, aber
gar nicht so richtig erst später realisieren, Moment mal, das ist doch Harrison Ford, der da rumläuft. Oder Tommy Lee Jones, beziehungsweise Harrison Ford war in dem Fall der etwas bekanntere Schauspieler, den man dann gesehen hat. Die haben das natürlich ganz geschickt gemacht. Sounds wurden wahrscheinlich nachgemacht und Ton wurde gar nicht so drauf geachtet. Es gibt ja auch gar nicht so viele Dialoge, gibt ja auch keine Schießerei oder so weiter. Sie verfolgen sich einander ja nur. Und die haben das so wirklich spontan gedreht. Das war gar nicht so viel geplant und es gab nicht, ich denke mal schon, dass sie eine Drehgenehmigung hatten, aber sie haben es einfach mit eingebaut, weil es passte gerade so richtig. Und ja, so kommt immer eins zum anderen. Und eine interessante Sache, die man auch sehen kann im Film, ist, Harrison Ford hat sich den Knöchel angebrochen und angestaucht. Und zwar beim ersten Dreh der Szene, also er wird besucht im Gefängnis, einen möglichen Verdächtigen, der ein Mörder sein kann. Und will herausfinden, ist das der oder nicht. Und flieht dann aus dem Gebäude und klemmt sich später den Fuß auch in der Tür ein. So, bei der ganzen Szene ist beim ersten Probetake sozusagen, ist er umgeknickt und hat sich den Fuß angebrochen, angestaucht. So variiert so ein bisschen die Geschichte. Ne? Von gebrochen, dass er eine Schiene hatte dann und von verstaucht, auf jeden Fall mindestens verstaucht und so weiter. Aber er hat trotzdem die Szene weitergedreht oder nochmal gedreht und man merkt das sogar, weil er humpelt teilweise diese Szene, bevor überhaupt er seinen Fuß am Ende einklemmt. Und da müssen wir mal drauf achten, wenn diese Jagd, Tommy Lee Jones jagt ihn durch dieses Gebäude bis hin zu so einem Metalldetektor. Und da hat er sich dann den humpelt er hier und da in manchen Einstellungen. Also achte mal drauf. War wirklich so. Ne? Fällt nicht auf, wenn man es nicht weiß, aber das ist auch immer das Interessante dabei. Ja, ansonsten, was kann ich so noch zu dem Film sagen? Er war also wirklich sehr, sehr erfolgreich. Auch wie gesagt, Oscar-Nominierung kriegt man nicht umsonst. Die Schauspieler hat er alle weitergebracht. Das wird bis heute als einer der besten Harrison Fords, abgesehen von Star Wars und Indiana Jones, bezeichnet. Tommy Lee Jones wird auch immer wieder mit dem Film in Verbindung gebracht. Er ist eigentlich auch legendär geworden. Die Verfolgungsjagd ist ja spaßig sozusagen da, also sehr gut inszeniert auch. Es ist sehr dramatisch, es ist mitfühlend und es hat auch eine gute Auflösung. Also es ist ein bisschen, hier und da wird auch ein paar Anspielungen auf die Justiz, die amerikanische, gezogen, aber ansonsten, ja, ist das ein richtig gelungener Action-Thriller und mit sehr viel Tiefgang. Ja, so, mehr weiß ich jetzt auch nicht zu erzählen. Ich bin jetzt so am Ende der Gedanken. Ich kann noch mal hier durch meine Wikipedia-Seite scrollen, ob ich jetzt hier noch einmal etwas erwähnen kann. Ja, erwähnen kann ich auf jeden Fall zu den 6 Oscar-Nominierungen, dass er für besten Film, beste Filmmusik, beste Kamera, bester Schnitt, bester Ton und bester Tonschnitt nominiert war und auf jeden Fall den Oscar erhalten hat für die beste Nebenrolle oder bester Nebendarsteller, Tommy Lee Jones. Dafür hat er auch den Golden Globe erhalten. Ja, ansonsten, was kann ich jetzt noch sagen? Sie haben wirklich an Originalschauplätzen gedreht. Genau, die Leslie Nielsen-Verfilmung war sehr verdächtig. Da wird das parodiert, das Ganze mit dem Zug. Ansonsten richtig cool, sie haben mit echten Zügen das aufgenommen. Das war also wirklich echt. Es gibt ein paar Specials hier drauf und so ein paar Interviews, also ist auch interessant. Nicht jetzt super umfangreich, das sind 2 Dokumentationen, ein kleines Vorwort von Andrew Davis als Regisseur und Tommy Lee Jones und Harrison Ford kommen auch zu Wort. Das ist aber auch aus dem Jahre 2000, also wo die DVD entstanden, herausgekommen ist. Da hat man so ein bisschen gemacht. Ja, ansonsten, das soll es gewesen sein. Das war der kleine Let's Talk zu Auf der Flucht über den Film, wo ich ein bisschen über Fakten rede, über die Schauspieler und so weiter und mit euch ein bisschen stöbere das Ganze und ich, wenn ich die Möglichkeit hatte, eben halt ein bisschen Pressematerial zeige. Ja, wie gesagt, das Presseheft hatte ich auch. Ich kann da aber auch nicht mehr so viel sagen. Ich könnte natürlich auch das vorlesen, was jetzt hier noch an Produktionsnotizen steht. Hier kann man jetzt zum Beispiel sagen, hier sind auch so ein paar interessante Fakten. Dazu fange ich nochmal an, ein paar Fakten daraus zu erzählen. Das mache ich jetzt nochmal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Regisseur Andrew Davis über Tommy Lee Jones. Und was sagte denn der Regisseur über Tommy Lee Jones? So, da sagte, Auf der Flucht ist mein 3. Film mit Tommy Lee Jones. Er ist ganz ohne Frage einer der talentiertesten Darsteller, mit denen ich je zu tun hatte.
Er verfügt über eine einzigartige Leinwandpräsenz. Im Hinblick auf Harrisons Kraft verhilft Tommy Lee Jones der erzählenden Geschichte zu einem labilen Gleichgewicht. Zwischen den beiden Darstellern gespielten Figuren scheint sich eine explosive Spannung aufzubauen. So, dann zu Film und Fernsehen, weil es ist ja eine TV-Serie und dann ins Kinofilm gebracht, sagt er, der Film ist die moderne Version eines klassischen Thrillers. Für mich war es eine Herausforderung, die Stärken der TV-Serie beizubehalten und den Film dennoch auf unerwartete Weise frisch und lebendig wirken zu lassen. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Versionen besteht darin, dass der Kinofilm die Figur Richard Kimble tiefer auslotet und sich Zeit nimmt, die Gründe seiner Flucht darzustellen. Dazu muss man natürlich sagen, eine Serie in den 60ern hatte eine andere Erzählstruktur, war halt anders. Man hat damals Serien anders aufgebaut. Meistens auch so, dass man unabhängig die Folgen voneinander sehen konnte. So richtige rote Fäden, Tiefgang waren nicht immer der Fall. Es war seltener da. So, naja, und zum Kinofilm brauche ich ja nicht viel sagen. Was haben wir denn noch mehr? Was sagt denn Harrison Ford über den Regisseur Andrew Davis? Mit Andy hatten wir einen Regisseur gefunden, der dem Film den nötigen Schuss Dynamik und Spannung verpassen konnte. Nicht schlecht. Und was sagt Harrison Ford noch über Dr. Richard Kimble, also seine Rolle? Das ist doch vielleicht mal interessant, dann zu wissen. Was sagt man dazu? Ja. Wenn wir Kimble zum ersten Mal begegnen, lernen wir ihn als respektierten Gefäßchirurgen kennen. Er hat seinen Eigensinn und einen gewissen Stolz. Er mag schöne Dinge und hat eine gesicherte Existenz. Er ist froh über seine Arbeit und sein Leben. Es geht ihm gut, weil er Gutes tut. Kimble ist glücklich verheiratet. Ihn und Helen verbindet eine ausgefüllte Beziehung, die auf Vertrauen und Hingabe beruht. Beide sind voneinander stärker abhängig als von den Menschen um sich herum. Und genau das lässt sie ihren Tod umso schmerzlicher empfinden, lässt ihn umso hartnäckiger nach ihrem Mörder suchen. Harrison Ford über U.S. Marshal Gerard. Gerard macht auch nur seinen Job. Und schließlich ist es Kimble egal, ob Gerard ihm seine Unschuld glaubt oder nicht. Kimble kümmert sich nur darum, den wirklichen Bösewicht, den Drahtzieher des Mordes, zu finden. Und das macht diese eine Geschichte, oder diese Stelle auch so geil, ne, wo Harrison Ford sagt, ich habe meine Frau nicht getötet. Und Tommy Lee Jones nur sagt, ist mir scheißegal. Er macht nur seinen Job. Schuld über Schuld und Unschuld entscheidet er nicht. Und das macht es auch genial. Er tut seinen Job. So, versucht ihn gefangen zu nehmen. Naja. Tommy Lee Jones über U.S. Marshal Gerard. Ich glaube, er jagt ganz einfach nur irgendeinen Mann auf der Flucht. Sein einziges Motiv besteht darin, diesen Job zu erledigen und ihn gut zu erledigen. Ja, das kann man so sagen. Dann gibt es hier über die Drehorte Informationen. Also wie gesagt, das Produktionsnotiz machen das auch immer interessant. Dass in Chicago gedreht wurde. So, und hier sagt zum Beispiel Davis, ursprünglich wollte ich nicht wieder nach Chicago gehen. Ich war mir sicher, dass es kalt und allgemein das Wetter schlecht sein würde, um gut arbeiten zu können. Aber Harrison und ein paar meiner in Chicago gedrehten Filme gesehen hatte, schlug die Stadt als Drehort vor. Es stimmt, die Stadt hat Charakter. Und vor allem wussten wir, dass die Kooperation mit den städtischen Behörden einfach sein werde. Außerdem gibt es gute Filmcrews in der Stadt und großartige Schauplätze. Ja, so kann man zum Beispiel Sachen sagen. Auf der Flucht wurden 15 Wochen an Schauplätzen in North Carolina und Chicago gefilmt. Drei Monate haben sie den Film gedreht. Ja. Und das war ein Heimspiel. Harrison Ford stammte damals aus der Stadt, genauso wie Regisseur Andrew Davis. Ja, dann haben wir hier über Kanal und Krankenhäuser wird ein bisschen was gesagt. Auch interessant über die Sachen, über Wolkenkratzer und Arbeiterviertel, Kimbles Haus. Bisschen die Fakten. Was sagt Harrison Ford dazu zu seinem Haus? Kimble ist irgendwie protzig, ist ohne irgendwie protzig zu sein, ein wohlhabender Großstädter mit gutem Geschmack. So zum Beispiel sammelt er Gemälde, weil er sie gerne anschaut, aber er ist keiner von den Burschen, die damit angeben oder sich einen Namen als Sammler machen wollen. Ja. Und hier, ja genau, hier habe ich den Punkt, das kann ich auch noch mal vorlesen, dass dieses Improvisation am St. Patrick's Day. Eine der größten und ausgelassensten Festivitäten in Chicago wird am 17. Mai im Gedenken an den irischen Schutzheiligen St. Patrick gefeiert. Tausende Zuschauer aus ganz Illinois kommen in die Stadt, um sich dem Festzug anzuschauen. So. Co-Produzent MacGregor Scott. Die Sequenz beginnt damit, dass Kimble im Gefängnisgebäude nach dem Einarmigen sucht.
Im Treppenhaus wird er dann plötzlich und unerwartet mit Gerard konfrontiert. Um seiner Festnahme zu entgehen, rennt er aus dem Gebäude und verschwindet in dem Festumzug. Gerard und seine Mörder laufen hinterher, seine Männer, nicht Mörder, verlieren seine Spur und können angesichts der Menschenmenge nichts weiter unternehmen. Andrew Davis sagt dazu weiter: Ich dachte mir, es würde in der Geschichte doch noch zusätzlich eine wundervolle kleine Wendung geben, wenn wir Kimball mitten im unüberschaubaren Gefüge der Stadt plötzlich verschwinden lassen. Die Ironie liegt natürlich in dem Kontrast zwischen der fröhlichen Parade und der spannenden Verfolgungsjagd. An einem bitterkalten Nachmittag baute die Crew ihre Kameras entlang der Marschroute der Parade auf. Regisseur Andrew Davis, Harrison Ford und Tommy Lee Jones suchten sich die günstigsten Standpunkte dafür aus und warteten, bis der Umzug an ihnen vorbeikam. Dem Team war klar, dass jede Kamera eine einzige Einstellung und keine Wiederholung filmen würde, denn der ganze Vorbeimarsch dauerte nur 3 Stunden. McGregor Scott, der Produzent, sagt: Wir dachten uns, was auch passieren mag, es passiert einfach. Ein paar Leute in der Parade imitierten Schussgeräusche oder riefen zu sich: Schau mal, da ist Indiana Jones, was hat denn der in der Klempnergesellschaft zu suchen? Harrison Ford störten die Bemerkung der unfreiwilligen Statisten nicht. Der Unterschied zu normalen Dreharbeiten war nicht sehr groß. Schön, wir hatten es mit Leuten auch von der Straße und nicht mit Schauspielern zu tun. Aber was soll's? Wir drehten die Szene so lange, bis wir genügend Bilder im Kasten hatten, auf denen nicht ständig jemand in die Kamera oder auf mich starrt. Also man hat schon eine Menge gedreht und das aber entsprechend zusammengeschnitten. Klar, das wurde nachvertont und so hat man es nicht gemerkt. Ja, interessant, ne? So, das wird ja auch schön erzählt. Und das macht diese Sachen interessant eben halt. Dann auch hier über die Medizin im Film, dass man sich viel Gedanken gemacht hat, dass es auch richtig dargestellt wird. Ein bisschen noch über die Fernsehserie und dann ja kommen hier die ganzen Filmografien. So. Und Harrison Ford hat gerade davor auch einen großartigen Film gedreht. Die Stunde Patrioten, auch ein toller Film, auch mit Sean Bean in der zweiten Hauptrolle. Und in Sachen Henry, wo ein Alzheimer-Kranken spielt. Ich habe ihn, ist lange her, seit ich ihn gesehen habe, aber auf jeden Fall richtig gut. Ja, wie man auch sagen kann. Und das Interessante ist, auf der Flucht ist 10 Jahre nach Rückkehr der Jedi Ritter gedreht worden. Der war 1983, oder erschienen. 1983 ist der erschienen. Ja, Wahnsinn. Ja, wie gesagt, die ganzen Macher, die Regisseure, was die eben halt gedreht haben als Filme, produziert haben, über die Musik. All das steht hier im Pressheft. Ja, und welche Filme hat Warner noch rausgebracht? Im gleichen Jahr, kann ich euch auch noch sagen, steht hier am Ende noch, unter anderem am 2.12. Demolition Man mit Sylvester Stallone. Ja, und dann kamen auch Kultfilme. Im 94 wird die noch kurz erwähnt, und zwar Perfect World mit Clint Eastwood und von Clint Eastwood auf jeden Fall mit Kevin Costner. Auf jeden Fall mit Kevin Costner. Clint Eastwood? Na, bin mir gerade nicht so sicher. Free Willy auch angekündigt, 10.02. Ja, das war's. So, ich habe jetzt richtig viel gequatscht zu Auf der Flucht, ein paar Fakten gesagt und all das. Hat euch das Spaß gemacht? Sagt mir das. Soll ich über andere Filme, die ich zufällig gesehen habe, ein paar ältere, wo ich auch vielleicht Pressearbeit mitgemacht habe, einfach mal quatschen, stellt mir Fragen. Ne? Ja, hat euch das Format jetzt im Let's Talk sozusagen gefallen, dass ich weiter über mal Filme quatsche? Lasst es mich wissen, das wäre mir wichtig. Und ja, also liken, teilen, abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt, und kommentieren, sprecht mit mir. Lasst uns über Auf der Flucht einmal schön reden. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal.